Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair. Ja, es steht vielleicht, wie ihr an der Videolänge erkennen könnt, ein Einzelspiel an. Ich mache nämlich Aue gegen Dresden. Das hatte sich der Christoph, ein treuer Zuschauer, liebe Grüße nochmal an dieser Stelle, gewünscht. Und damit soll das bekommen. Also jetzt viel Spaß erstmal mit dem Einzelspiel Aue gegen Dresden. Und damit ein ganz herzliches Hallo am Montagabend zum Ostduell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Ein fantastisches Derby, volles Haus im Sparkassen-Erzgebirgsstadion. Wir bereiten uns darauf vor, schauen auf die Aufstellung von Aue im Tor, das ist klar. Martin Mennel davor, Kusic, Widra und Karlich in der Dreierkette. Über die Außen kommen Hermann und Strauß, Riese und Keuper auf der Doppel-6, Jan Hochscheid auf der 10 und in der Spitze Testroth und der wirklich gut aufgelegte Emanuel Ioa. In den letzten Wochen macht er wirklich einen guten Job und die Frage ist auch für Pascal Testroth, sticht er seinem Ex-Verein richtig tief ins Herz? Das könnte er mit einem Treffer sicherlich tun. Bei Dresden Schubert im Tor, auch das ist bekannt. Auch sie spielen mit einer Dreierkette, Dumitsch, Gonter und Müller davor, Möschel über links, Wahlquist über rechts. Auf der Doppel-6 haben wir Patrick Ebert, unter anderem Hausmann auf der 10, Kone und Duljevic in der Spitze neben Ebert. Baris Artig mit aufgestellt, ging jetzt etwas schnell, aber zur Komplettierung sei das noch erwähnt. Der FC Erzgebirge Aue, zuletzt waren sie sehr unter die Räder gekommen. Bei Holstein Kiel am Freitagabend vor der Länderspielpause gingen sie mit 5:1 unter. Da waren sie in der Anfangsphase komplett überfordert, spielten sich dann langsam wieder rein. Trotzdem standen da 5 Gegentore und das waren deutlich zu viele, um das mit einem Auswärtstor irgendwie bereinigen zu können. Und Dynamo Dresden, ein 1:1 gegen Magdeburg, das war durchaus schmeichelhaft am Ende. Denn der erste FCM machte da lange Zeit im Rudolf-Habig-Stadion die bessere Leistung, zeigte dort die bessere Figur. Aue wird anstoßen in den lilanen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang, dementsprechend auch geklärt von rechts nach links die schwarz-gelben Gäste aus Dresden. Und das ist durchaus wichtig im Kampf um den Abstieg bzw. dagegen. 5 Punkte trennt diese Mannschaft. Aue steht deutlich besser da aktuell, aber eben ein Sieg heute für Dynamo. Und der Punkteabstand wäre auf 2 geschmolzen. Aber wir wollen erstmal drauf schauen. An diesem Montagabend könnte durchaus spannend und hitzig werden. Aue versucht hier von Beginn an erstmal das Spiel nach vorne aufzuziehen. Dresden bislang noch nicht nach vorne aktiv. Ist ja auch noch nicht lange gespielt, aber die erste richtig saftige Duftmarke setzt hier Pascal Testroth. Ja, ich habe es angesprochen. Bei Dresden lange Zeit gewesen, eigentlich auch glücklich gewesen. Jetzt schießt er den Ball hier mit links, knapp am Winkel vorbei. Das wäre mal ein Einstand gewesen in diese Partie, die für die Region extrem wichtig ist. Sachsen-Derby, klar. Da steht einiges auf dem Spiel und Dresden muss auch nach unten schauen. 5 Punkte sind es da nur auf Platz 16. Umso wichtiger, dass man zumindest 1:1 spielen konnte gegen Magdeburg. Die stehen nämlich auf diesem ominösen Relegationsrang. Schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Bislang ist es bei Dresden noch nicht produktiv geworden. Jetzt vielleicht mal. Osmar mit dem aber zu steil gespielten Ball. Martin Mennel legt sich drauf und wuchtet den dann schnell nach vorne. Schnell das Mittelfeld überwunden und dann kann es eigentlich wieder nach vorne gehen. Weiter Ball von Riese. Schöner Ball von Riese, aber eine Abseitssituation da erkannt. Strauß mit dem Knie im Abseits, gut gesehen vom Assistenten. Alles richtig. Hätte sonst gefährlich werden können. Guter Ball von Riese, der hatte beim Hinspiel beim 1:1 einen Treffer erzielen können. Eben den einen für Aue. Jetzt Dynamo Dresden. Wir warten auf die erste Chance der Gäste. Sie nähern sich langsam dem Strafraum an. Moussa Kone, der hatte auch im Hinspiel getroffen und jetzt auch endlich die erste Möglichkeit. 14 Spielminuten, Mennel muss sich mal auszeichnen. Patrick Ebert, schöner Schuss aus 16 Metern, der hätte auch schön gepasst. Mennel streckt sich, Reaktion ist seine Stärke. Kommt ja nicht unbedingt über die Größe, aber
Was der für einen überragenden Job seit Jahren macht bei Aue, das ist über jeden Zweifel erhaben. Eckstoß aber von Kusic erstmal rausgeköpft. Müller bringt ihn aber nochmal rein. Möschel nochmal auf die Außen zu Wahlquist. Macht er ganz gut Wahlquist, aber Kusic ist dazwischen und verhindert Schlimmeres. Weitere Abschläge von Mennel und die funktionieren bislang ganz gut. Schön verlängert von Testroth auf Hermann. Kommt da an der linken Seite auch gut vorbei die Flanke, aber blind geschlagen. Dumic ist dazwischen. Und dann können sie es erstmal bereinigen, aber Hermann bekommt jetzt auch keinen Druck auf der Außenbahn. Keuper und Hermann machen das ganz gut. Riese ist dazwischen, steht da ein bisschen selbst im Weg. Der wäre sonst auch ins Niemandsland gegangen. Aber Dresden bekommt sich bereinigt. Stehen da zwar mit genügend Männern, aber der Zugriff fehlt, bis Ebert jetzt mal dazwischen war. Kleine Unkonzentriertheit bei Aue und dann verliert man den Ball und es geht wieder in die andere Richtung. Noch keine produktiven Angriffe bislang. Zumeist waren es lange Bälle, die hier erstmal für Sicherheit sorgen sollten. Zwei gute Möglichkeiten hatten wir schon. Auf beiden Seiten jeweils eine. Kalich gewinnt hier den Ball gegen Kone, spielt ihn jetzt aber barrisartig in den Fuß. Aosman legt nochmal raus zu Ebert. Aosman kriegt keinen Angriff. Kone, Moussa Kone und das Tor. 26. Spielminute, die Führung für die Gäste. Aue kommt nicht an den Ball und dafür werden sie bestraft. Aber da, ja, schauen sie zurecht. Etwas bedröppelt aus der Wäsche. Kone völlig vergessen da. Da ist die Dreierkette reingerückt. Strauß ist nicht mehr rechtzeitig zurück. Und dann hämmert Kone drauf. Mennel versucht sich noch zu strecken. Ist, glaube ich, sogar noch mit den Fingerspitzen dran. Aber da kann er dann auch nichts mehr machen. Kone ist eben Goalgetter. Hatte zwar auch schon die ein oder andere Möglichkeit in dieser Saison, die er fast kläglich vergeben hatte, auch den ein oder anderen Strafstoß, den er nicht über die Linie bringen konnte, aber er ist doch alles in allem extrem treffsicher. Und so führen jetzt die Gäste und damit sind es nur noch 2 Punkte Rückstand auf den Rivalen aus Aue. Aber sie wollen das nicht lange auf sich sitzen lassen. Hermann mit dem strafbaren Handspiel habe ich da gerade bei Müller eventuell gesehen, aber es wird nicht geahndet. Riese feuert den Ball dann rauf. Hermann natürlich nicht mit dem Handspiel. Er hatte da, glaube ich, Müller an der Hand erwischt. Weiß nicht, ob wir da nochmal eine Wiederholung bekommen, aber das sah doch schon relativ nach unnatürlicher Handbewegung aus. Ab der nächsten Saison, wenn der Videobeweis dann sich einschalten würde, hätten wir da noch diskutieren müssen. Jetzt ist es sowieso vorbei, aber Aue lässt sich davon nicht beirren. Jan Hochscheid, Ole Keuper kommt ja auch viel zu frei zum Schuss. Ausgleich. 31. Spielminute. Der Mittelfeldmann in Mittelstürmerposition und nun sind die Ränge wieder außer Rand und Band. Jan Hochscheid hat die Übersicht, aber es fühlt sich keiner für Keuper zuständig. Nimmt den Ball einmal mit rechts an und mit links wuchtet er ihn dann ins Eck. Auch der passt wunderbar rein. Schubert kann sich strecken, wie er möchte. Nie im Leben kommt er daran. Der ist super geschossen. Aber da muss sich Dresden Gedanken über die Defensive machen. 39. Gegentor in dieser Saison. Und somit wieder der alte Punktevorsprung für Aue von 5 Punkten auf dem Tableau. 5 Minuten hat es ja auch nur gedauert zum Ausgleich. Wie kann Dynamo damit jetzt umgehen? Erstmal laufen sie mit dem Ball ins Aus. Kleiner Nackenschlag, aber über die 33 Minuten geht das so in Ordnung. Aue hatte auch ein paar gute Möglichkeiten. Dresden war bis dato etwas glücklicher im Abschluss, aber das hat sich jetzt damit mit diesem Ausgleich von Ole Keuper wieder gegessen. Kommt ja von Bremen, der Mann heute auf der Doppel-6, geschweige denn Doppel-8, wie auch immer man das nennen möchte. Jan Hochscheid, schöne Drehung, nimmt Hermann mit und Hermann muss einfach früher abschließen in der Szene. Da lässt er sich ja viel zu viel Zeit, dann bekommt er den Druck. Kein schlechter Abschluss, trifft nur das Außennetz, aber da wäre gefühlt noch etwas mehr drin gewesen. Und Dresden muss sich erstmal wieder beruhigen an diesem bewölkten Montagabend.
Kein Regen, eigentlich sehr gute Bedingungen. Noch knapp über 10 Grad. So lässt sich's aushalten. Und wir haben schon zwei Tore gesehen. Durchaus gute Montagabendunterhaltung. Aber Dresden kommt aktuell nicht mehr nach vorne in die gefährlichen Zonen. Aue macht das aktuell ganz gut. Strauß wird da gelegt. Vorteilsauslegung. Weil Kolper an den Ball kommt, wird aber abgebrochen. Und somit die Möglichkeit zum Freistoß aus dem Halbfeld. 5 Minuten noch zu gehen bis zum Pausenpfiff. Hochscheid bringt den weit rein. Am zweiten Pfosten kommt Ioa dann. Wobei zweiter Pfosten ist etwas übertrieben. Das war noch sehr weit weg. Aber immerhin der nächste Abschluss und wieder der Ball direkt in die Füße der lila Veilchen. Emanuel Ioa eben mit dem Seitfallzieherversuch. Hochscheid, Kolper und Strauß mit dem nächsten Schuss. Schubert wird hier jetzt wirklich gefordert. Zwar nicht so richtig anstrengend, aber trotzdem, der ist aufmerksam und das muss er auch sein. Tendenz stand jetzt etwas glücklich, diese Gleichstandssituation an der Anzeigentafel. Schubert wird jetzt etwas nervös, aber sieht dann Müller, da kommen sie gerade nicht raus. Aue macht das gut, da müsste dann vielleicht irgendwann mal der lange Ball kommen, ansonsten spielen wir da bis zum Pausenpfiff. Jetzt mal auf Möschel der Ball. Moussa Kone und Aosman. Eröffnet das Spiel auf die andere Seite. Ebert nimmt Duljevic mit. Haris Duljevic, Aosman, Möschel viel zu frei. 2:1. Kann doch nicht wahr sein. Erzgebirge Aue in der Defensive. Wie von allen guten Geistern verlassen. Warum geht da keiner mit Möschel mit? Klar, sie laufen vorne an, aber man muss trotzdem auf solche Szenen vorbereitet sein. Und das rächt sich jetzt. Patrick Möschel. Wieder so ein wuchtiger Abschluss. Wieder ist der Torhüter ohne Möglichkeit. Und Martin Mennel ist absolut bedient. Und das dürfte nun wohl auch der Halbzeitstand sein. Hatte sich nicht wirklich angedeutet, aber eine Unachtsamkeit in der Defensive. Und das führt dann eben zum Treffer, zur erneuten Führung für Dynamo. So ist es auch. Pause im Sparkassen-Erzgebirgsstadion. 3 Tore haben wir gesehen. Die Auer sind nach wie vor besser im Spiel gewesen. Hätten auch sogar den Treffer eher erzielen können als Dresden. Aber sie haben eiskalt zugestochen, die Gäste. Und somit geht es dann in offene 45 Minuten im zweiten Durchgang. Also, bis gleich. Zurück in Aue, die zweite Halbzeit beginnt mit Anstoß für die Gäste aus Dresden. Wir haben das 2:1 kurz vorm Pausenpfiff gesehen. Ärgerlich für Aue, dass Patrick Möschel da so frei zum Abschluss kam. Wir haben Wechsel gesehen in der Pause, beziehungsweise haben wir nicht gesehen, aber zu vermelden, Benatelli für Baris Artig, der hat sich wohl etwas vertreten, wie man vom Feldrand so hörte. Also Benatelli jetzt neu dabei, wechselt ja in der neuen Saison zum FC St. Pauli, ablösefrei. Aue jetzt unter Druck, hier erstmal ausgleichen zu müssen. Riese spielt aber direkt Gonter in die Füße und Benatelli macht es dann schnell nach vorne. Aosman und wieder so eine Gegenangriffssituation. Duljevic, Ebert, Aosman, schöner Balllauf jetzt, schöne Ballstaffette. Wydra ist erstmal dazwischen, aber in die Füße von Aosman. Möschel, Duljevic auf Moussa Kone. Aber Mennel passt auf. Da sind die Auer jetzt gefährdet. Natürlich, wenn sie mehr nach vorne tun müssen, sind solche Ballverluste wie jetzt schon wieder extrem schmerzhaft. Kone raus auf Möschel. Patrick Möschel auf Aosman, sehr auffällig. Bringt die Flanke. Moussa Kone und Tor. 1:3. Und immer wieder diese Fehler im Spiel nach vorne. Erzgebirge Aue und jetzt rächt es sich für die Gastgeber. Doppelpack Moussa Kone. Aosman, wie gesagt, sehr, sehr auffällig. Jetzt mal auch auf der Außenbahn zu sehen. Mennel fliegt. Aber kommt nicht mehr an den Ball. Kone sieht's, bleibt stehen, springt hoch. Hat aber auch keine Gegenwehr. 57. Minute. 3:1 für die Gäste. Und das wird jetzt extrem schwierig für Aue wieder aufzuholen. Aber
Es ist ja noch über eine halbe Stunde zu spielen. Riese mit dem Ball ins Nirgendwo. Schubert ist da und wirft sich drauf. Kein Problem, den hält er natürlich sicher fest. Weiter Ball. Aber Keuper dazwischen setzt sich da jetzt gut durch. Jan Hochscheid behauptet den Ball. Keuper, Test droht. Ioa hat ein bisschen zu viel Platz. Und das wird bestraft. 2:3. Was für eine Partie. 61. Minute und Aue ist wieder da. Die sollten sich da gar nicht so lange feiern, sondern lieber mal wieder in die Mitte gehen. Klar, da überwiegt jetzt erstmal die Freude. Und man hat noch eine halbe Stunde Zeit. Trotzdem könnte man ja auch den Ball, was jetzt auch gerade abseits der Fernsehbilder passiert, die Pille aus dem Netz schnappen und Richtung Anstoßkreis gehen. Noch hat man nichts gewonnen, aber man ist postwendend wieder da. Und jetzt haben da die Dresdner gepennt. Ioa hat zu viel Platz. Knapp 17 Meter vorm gegnerischen Tor und dann hämmert er drauf. Wie schon anfangs erwähnt, der hat eine aktuell richtig gute Phase und verkürzt hier in diesem Derby. Wird also nochmal richtig spannend. Auch Dresden zeigt sich in der Defensive alles andere als sattelfest. Und jetzt wieder Aue mit Problemen. Patrick Möschel, 64. Fast wieder die postwendende Antwort. Hatilgan kommt für Moussa Kone, Doppeltorschütze, muss jetzt runter, während wir uns die Möglichkeit nochmal anschauen. Klar, die sind jetzt wieder da, die glauben wieder dran. Die Fans vom FC Erzgebirge. Wäre so wichtig, diesen Punkt hier zu behalten. Zumindest diesen Punkt, wenn nicht sogar noch mehr, aber der Fokus ist aufs 3:3 gerichtet aktuell, das ist klar. Haris Duljevic macht auch ordentlich Dampf da vorne. In der Defensive ist das aber immer noch etwas zu wenig. Möschel, Patrick Möschel, aber Kvesic ist dazwischen, kein Problem. Macht da ganz easy. Räumt da weg. Ioa, Jan Hochscheid. Kriegt auch keinen Angriff auf seine Person. Schöner Ball nach links, nach rechts außen mit dem linken Fuß. Strauß versemmelt diesen Ball. Nächster Wechsel, Marius Hauptmann kommt. Patrick Möschel, so heißt er, geht. Torschütze zum 2:1, zum zwischenzeitlichen. Macht Platz für eine frische Kraft. Positionsgetreuer Wechsel ist das aber allemal. Pinatelli kriegt da ein bisschen Druck, löst es aber ganz entspannt. Und es geht wieder nach vorne. Aue muss jetzt ein bisschen mehr Risiko gehen, das kann sich wieder bestrafen. Aber Osman macht das nicht. Zwar der Abschluss, aber kein Problem für Männel. Der hält den ohne Probleme fest. Viertelstunde noch knapp auf der Uhr und es ist wirklich alles offen. Wird Aue nochmal eine Schlussoffensive bringen in den letzten Minuten? Nach dem 2:3 hatten sie nicht mehr so richtig gute Abschlüsse, wenn überhaupt. Aber sie drücken jetzt. Strauß kriegt keinen Angriff. Joa, zu Jan Hochscheid, 3:3. 77. Spielminute. Aue schlägt nach 2 Tore Rückstand zurück. Tor Nummer 6 an diesem Abend. Und Aue und die Fans in allerhöchster Freude. Ioa legt vor, Jan Hochscheid bleibt kalt. Kriegt auch zu wenig Körperdruck. Und Schubert ist noch dran. Aber kann nicht mehr richtig einschreiten, nicht mehr richtig reagieren. Und Jan Hochscheid, Rückkehrer, ist ja sowieso extrem wichtig. Was der arbeitet, was der ackert. Kriegt auch häufig mal eine Schelte ab. Aber er hält dann gerne den Kopf hin und beweist es dann auf dem Feld, dass er durchaus dazu in der Lage ist, Spiele zu entscheiden. Jetzt zumindest erstmal auf Remis zu stellen. Kvesic schlägt raus. Jan Hochscheid wird nicht richtig angegriffen. Dresden sieht da jetzt auch in der Defensive nicht mehr ganz so gut aus. Konter klärt aber erstmal raus. Osman Atilgan noch ohne richtige Szene, seit er reingekommen ist. Osman Atilgan mit Hauptmann, die beiden Einwechselspieler jetzt im Zusammenspiel. Auch Benatelli dabei. Osman kommt aber gegen Ioa nicht durch. Der arbeitet auch nach hinten. Ackert hier, ackert und holt sich den Ball. Klasse Auftritt. Auch wieder ein Tor vorbereitet, eins erzielt.
Richtig stark. Jan Hochscheid und Strauß. Stand jetzt wirkt es eher so, als würde Aue noch den Siegtreffer erzielen. Es sei denn, es kommt jetzt hier so ein gefährlicher Konter über Hauptmann. Rechts ist viel Platz, Osman sieht den mitgelaufenen Mann nicht und macht's dann selber. Verschwendet diese Möglichkeit. Meier nimmt noch ein bisschen Zeit von der Uhr. Nazarov kommt für Testroth, der gegen seinen Ex-Club heute nicht zustechen konnte. 2 Minuten noch regulär auf der Uhr. Geht noch jemand zu 100% ins Risiko? Dresden hatte gerade noch mal die Möglichkeit, aber es klappte nicht. Jan Hochscheid auf Dimitri Nazarov, etwas zu überhastet, dieser Abschluss in die Arme von Schubert, der hält ihn fest. Nachspielzeit bereits angebrochen. Kvesic nochmal mit dem weiten Ball, aber der kann nicht mehr erreicht werden. Die Auer können damit zufriedener sein. Lagen mit 2 Toren zurück, haben sich wieder rangekämpft. Der Punktevorsprung von 5 auf den Dresdner Rivalen bleibt erstmal bestehen und damit sind sie aktuell sehr zufrieden. Schubert sollte sich stattdessen etwas beeilen. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Allem Anschein nach ist es das gewesen. Keiner will es hier zu 100% riskieren. Dumitsch nochmal dazwischen. Karlich mit dem weiten Ball oder kommt jetzt doch nochmal was? Strauß auf der rechten Außenbahn. Nein, das dauert zu lange. Und dann ist es das gewesen. Aue und Dresden trennen sich an diesem Montagabend mit 3:3. Ist über die 90 Minuten leistungsgerecht. Aber besser leben kann damit sicherlich der Gastgeber aus Aue. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss. Der FC St. Pauli ist nach 2:0 Pleiten langsam mal wieder an der Reihe, etwas zu zeigen. Man steht noch weit oben, aber trotzdem sollte man den Fans wieder etwas bieten können. Zuletzt war es ja ein 0:4 in Sandhausen, davor das 0:4 im Derby gegen den Hamburger Sportverein. Die erste Möglichkeit gehörte hier der Elf von Markus Kauczynski, Mats Möller-Deli mit dem Abschluss. Der war aber noch etwas zu harmlos. Aber auch Duisburg immer wieder gefährlich. Jetzt der Ex-St. Paulianer John Verhoek mal mit dem Kopfball. Wichtig, dass auf der Linie Carstens klärt. Er vertrat den verletzten Luca Zander. Zweiter Durchgang, Sobotta. Allein auf weiter Flur und da muss er das Ding ganz klar verwandeln. Felix Wiedwald mit einer tollen Reaktion. Trotzdem ist der Pole eigentlich in perfekter Schusslage, um den als Zweitligaspieler auch ins Tor zu bringen. Der anschließende Eckstoß. Knoll bringt ihn rein. Wiedwald kann ihn nicht richtig klären. Wird nochmal rausgebracht zu Marvin Knoll. Und der trifft das Gebäck. 70. Spielminute im zweiten Durchgang wollte es der FC St. Pauli mehr. Kam aber bislang noch nicht zum Erfolg. Und die Zeit wurde knapper. Keine 10 Minuten mehr zu spielen, trotzdem nochmal die Braun-Weißen. Knoll legt raus und Sobotta in die Arme von Felix Wiedwald. Das Ende des Liedes war gesungen. Der MSV Duisburg nimmt zumindest einen Punkt mit aus Hamburg. Trotzdem wird das im Abstiegskampf eventuell zu wenig sein für den FC St. Pauli. Im Aufstiegskampf ist es das definitiv. Der erste FC Magdeburg konnte sich für eine gute Leistung gegen Dynamo Dresden im Derby nicht behaupten. Zumindest ein Punkt nahm man mit. Trotzdem ist das relativ wenig gewesen für das, was man investierte und auch auf den Platz brachte. Gegen den ersten FC Heidenheim sollte es zu Hause der nächste Dreier werden. 16. Spielminute, Felix Lohkämper aus der Distanz. Wirklich gefährlich wurde es noch nicht. Die Heidenheimer schlugen ja vor der Länderspielpause den ersten FC Union Berlin. Und Magdeburg machten das aber erstmal ganz gut, die Magdeburger. 22. Minute, wunderbarer Schuss von Charles Eli ab La Prévotte, war noch leicht abgefälscht und so der Ball zum Führungstreffer in den Maschen. Über eine halbe Stunde gespielt, nun auch endlich mal die Heidenheimer. Glatzel ist da, kein Abseits, Loria hält und faustet dann raus, ganz, ganz wichtige Szene. Zweiter Durchgang, Eckball für Heidenheim. Schnatterer bringt den rein. Natürlich bringt er den rein. Beermann verlängert. Und köpft dann den zweiten Pfosten, wo Nikola Dove dann völlig frei steht und zum 7. Saisontor einschlägt. Das ist einfach zu leicht. Ballverlust von Erdmann. Katastrophal, das darf doch nicht wahr sein. So das darf man sich nicht erlauben. Nicht gegen Heidenheim. Erdmann, feig. Und dann ist es am Ende Glatzel, der nur die Latte trifft.
ganz, ganz gefährliche Szene, die zum Glück aus Magdeburger Sicht nicht zum Sieg für die Heidenheimer reicht. Ein 1:1, das unter dem Strich so auch in Ordnung geht. Ein schmerzhaftes 2:3 des HSV gegen Darmstadt 98 mussten sie vor der Länderspielpause im Volkspark ertragen. Gegen den VfL Bochum starteten sie richtig stark rein und hätten auch schon das 1:0 in der Frühphase durch Özkan hier erzielen können. Sie machten weiter und drängten auf den Führungstreffer. Jan Jitschic hält einfach mal drauf. Und Manuel Riemann pariert in der 14. Spielminute. Der VfL Bochum mächtig unter Druck. Auch ergebnistechnisch müssen sie mal wieder liefern. 1:3 verloren sie gegen Bielefeld auf der Alm. Und weiterhin im ersten Durchgang zunächst nur die Hamburger. Pierre-Michel Lasogga war der Treffer noch nicht vergönnt. Und dann einmal eine Unachtsamkeit in der Verteidigung. Und Tom Weiland nutzt das aus. 8. Saisontor, 27. Spielminute. Wuchtiger Schuss mit links. Nicht zu parieren. 2. Durchgang. Der HSV drückte auf den Ausgleich. Jatta, Bakary Jatta. Der Abschluss ist nicht seine Stärke, auch wenn er schon erfolgreich war in dieser Saison. Häufig dann vor dem Kasten noch etwas zu unentschlossen. Und die Zeit rannte davon. Wir sind schon in der Schlussphase, aber der HSV blieb weiterhin dran. Bakary Jatta auf Özkan. Der hat die Übersicht, Lasogga, und was für eine Parade von Manuel Riemann, mit der er am Ende tatsächlich dieses 1:0 auch festhalten kann. Schön durchgesteckt von Özkan, super Schuss, aber diese Parade ist wirklich glänzend. Am Ende reichte es nicht mehr zu einem Punkt für den HSV, der sicherlich verdient gewesen wäre, aber den Treffer des Tages erzielte auf der anderen Seite einer, und zwar Tom Weiland. Der erste FC Union Berlin musste die dritte Niederlage hinnehmen. 1:2 verloren sie gegen Heidenheim. Gegen Paderborn sollte es zu Hause besser laufen und sie spielten auch wirklich gut auf. Die Paderborner gewannen ja mit 3:1 gegen die Schanzer aus Ingolstadt. 5. Spielminute, Leopold Zingerle muss sich gleich mal auszeichnen, ist schnell genug unten und pariert. Aber eine wirklich gute Anfangsphase der Eisernen. Schmiedebach auf Juhl, bekommt den Ball über Umwege wieder und Manuel Schmiedebach macht das 1:0. 12. Minute, erstes Saisontor für den Sechser. Vasiliades kommt nicht richtig dazwischen und so stand es dann. 1:0 für Union. Nun die Paderborner, auch mal nach vorne. Philipp Clement, der ist überragend drauf in dieser Saison. Klasse Abnahme, aber etwas zu zentral platziert dieser Ball. Kurz vor der Pause nochmal die rot gekleideten Gastgeber. Toni Kroos in allen Ehren. Felix Kroos macht's natürlich. Pardon. Wunderbarer Treffer. 2:0 vor der Pause. Und damit war dann schon fast alles klar für den zweiten Durchgang. Auch wenn Paderborn dafür bekannt ist, Spiele zu drehen. Hier war es nicht mehr möglich. 64. Minute Marcel Hartl und in der Nachspielzeit nochmal die Eisernen. Reichel, fällt der Ball vor die Füße, der hat die Schusstechnik, um den reinzumachen. 4. Türchen an diesem Tag für Union Berlin. Etwas zu hoch am Ende, trotzdem ist es verdient. Paderborn machte keine schlechte Partie, aber sie schafften es nicht nach vorne zu spielen und die 4 Treffer gegen Union waren einfach zu viel. Der SV Darmstadt scheint sich unter Gramotzes mittlerweile ganz gut gefunden zu haben. Mit 3:2 schickte man den Hamburger Sportverein im Volkspark auf die Bretter. Hier war es aber erstmal Sörensen, der gefährliche Riss der Gastgebermannschaft verhindern konnte gegen den Schuss von Melem, dem Matchwinner vom Spiel gegen den HSV. Ist hier Sörensen noch dazwischen. 5 Minuten vor der Pause, nun auch endlich mal der SSV. Fernandes mit der Parade, schön gemacht, der Schuss von Al-Ghadioui, aber keine Belohnung. Vor der Pause nochmal die Lilien, über die rechte Seite mit Marcel Heller. Die Flanke erstmal von Föhrenbach abgewehrt, die wird aber nochmal heiß, weil Serdar Dursun sich schön und schnell dreht. Der Stürmer bei den Lilien auch extrem wichtig in dieser Saison. 2. Durchgang, Jan Regensburg mit einem der wenigen Akzente nach vorne. Gyorke wird da nicht angegriffen. Und der Ball ist im Tor. 66. Spielminute, wie aus dem Nichts, der Führungstreffer für die Gäste.
Und für die Lilien wurde die Zeit jetzt knapper und nach vorne schafften sie es nicht mehr, vernünftigen Druck auszuüben. Al-Ghadioui nochmal ans Aluminium. Dem war der Treffer nicht vergönnt. Dennoch können die Männer von Achim Bayerlorzer diesen Dreier feiern. Extrem wichtig, kleiner Rückschlag für Gramotzes, aber auf dem Spiel an sich kann man trotzdem noch aufbauen. Der erste FC Köln hätte gerne nochmal vor der Länderspielpause gespielt, aber da war der Rasen vom MSV Duisburg kaputt getreten von den kleinen Brüdern von Fortuna Köln. Die erste Möglichkeit hier im Rhein-Energiestadion hatte aber der Gast von den Kieler Störchen, Pfosten, Glück für Horn. Da wäre er wohl auch nicht mehr dran gekommen. Und es war eine richtig gute Partie von den Gästen. Tim Walter weiß ja, wie man die Großen ärgert. Unter anderem den HSV. Zweimal in dieser Saison geschlagen. Jason Lee aber hier noch ohne Erfolg. Vor der Pause auch endlich mal dann ein Zeichen von den Kölnern. Und was für eins. Reimann wieder im Kasten. Hohenholm weiterhin verhindert. Schöner Schuss von Johannes Geis. Aber diese Reaktion ist auch wirklich klasse gemacht. Kurz nach der Pause wieder die Kieler Störche tendenziell besser. Benesch, super Ball auf Okugawa und der Abschluss ist auch nicht verkehrt. Der Ball wollte einfach nicht rein. Chancen waren genug da. Es fehlte lediglich der Treffer. Und jetzt die Riesenmöglichkeit. Nach dieser Standardsituation fällt Terodde der Ball vor die Füße, aber Vandenberg steht auf der Linie, kann es klären und das war sinnbildlich. Der Ball wollte heute einfach noch nicht rein. Nochmal die Kölner. Höger kommt nicht durch gegen Benesch. Cordoba kommt nicht durch gegen Vandenberg. Cordoba kommt nicht durch gegen Vandenberg. Und dann war es vorbei. Auch die letzte knifflige Szene in dieser Partie. 0:0 geht es nach 90 Minuten zu Ende. Für die Kieler Störche ist das okay und für den 1. FC Köln eigentlich auch. Der FC Ingolstadt kann einfach nicht mehr gewinnt. Zumindest nicht in der Konstanz und die Sandhäuser kommen mit breiter Brust nach dem 4:0 gegen den FC St. Pauli. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Schanzern und das war eine Freistoßmöglichkeit, die zum Erfolg führte. Schenk Shahin vom FC St. Pauli gekommen zur Winterpause, macht in der 14. Spielminute nach schöner Variante den Führungstreffer für den FCI. Das war auch das Gefährlichste und Interessanteste im ersten Durchgang. Wir springen gleich in die zweiten 45 Minuten. Förster über die rechte Seite. Eine viel zu einfache Körperdrehung bringt dann da die Abwehr ins Schnaufen. 56. Minute. Markus Kall versucht sich da artistisch, aber der Verrückzieher ging dann doch eher weit über den Kasten hinweg. Stunde gespielt, nun auch endlich mal wieder die Ingolstädter. Flanke von Neumann und Shahin mit dem Kopf, weil der war wirklich der Einzige, der hier Gefahr versprühte. Ansonsten war es ein langweiliger Kick am Nachmittag. Kurz vorm Schluss nochmal die Ingolstädter von Sandhausen kam nach vorne jetzt viel zu wenig. Kein Nadelstich lag in der Luft, der Kopfball aber, auch das ist viel zu schwach, um irgendwen hier ins Schwimmen zu bringen. Am Ende langte es trotzdem. Der FC Ingolstadt gewinnt mit 1:0 nach dem frühen Führungstor von Shahin. Das ist über die 90 Minuten auch absolut in Ordnung. Greuther Fürth sackte einen ganz, ganz wichtigen Dreier ein im Kampf gegen den Abstieg. So heißt es ja mittlerweile bei Greuther Fürth. Nach oben ist gar nichts mehr zu machen. Nach unten muss man wirklich aufpassen. Und Bielefeld nicht unbedingt der schlechteste Gegner in dieser Phase der Saison. Die Arminen sind richtig gut drauf. 5:0 gewannen sie gegen Hannover in der Länderspielpause in einem Freundschaftsspiel gegen eine A11 des Bundesligisten. 20 Spielminuten von der Uhr, nun auch die Elf von Uwe Neuhaus. Edmundson nimmt da Brunner mit und Brunner schießt dann einfach mal drauf. Gar nicht so schlecht, Sascha Burchardt ist aber da und kann es bereinigen. Ausgeglichene erste Hälfte, die durchaus Spaß machte hier am Rohnhof. Im zweiten Durchgang wurde jetzt der Deutsche Sportclub aber noch besser und spielte seine gute Klasse hier auch mal aus. Andreas Vogelsammer versucht es dann mit diesem klasse Schlenzer, aber Burchardt kratzt den raus. 65. Minute, das wär's schon gewesen. Aber die Arminen blieben bis zum Schluss dran. Schöner Ball von Seufert in die Spitze auf Weihrauch, der ist viel zu frei und macht das Ding rein. 81. Minute, zweites Saisontor erst für Patrick Weihrauch. Die späte, knappe, aber verdiente Führung
für Bielefeld, ging auch über die Ziellinie. Ärgerlich für Greuther Fürth. Sie haben sich rangekämpft, reingekämpft, aber zum Dreier oder zu einem Punkt hat es nicht gereicht. Der FC Erzgebirge Aue ging früh in der Partie gegen Dresden in Rückstand. Sechste Spielminute, Moussa Kone hämmert den rein, aber Ole Kuiper konnte in der 31. Minute ausgleichen. Der war da viel zu frei, kommt vor Schubert zum Abschluss. Wiederum das 2:1, die Führung für die Gäste von Patrick Möschel in der 45. Wiederum ein sehr starker Schuss. Zweifache Führung dann, Moussa Kone mit dem Doppelpack. Schöner Kopfball hier gegen Martin Mennel, der da nicht mehr rankommt gegen den Ball, der im Winkel einstiegt. 61. Minute, Emanuel Jua, Ex-Osnabrücker, machte es dann wieder scharf. Es stand nur noch 2:3 und tatsächlich konnten sie auch noch ausgleichen, die lila Pfeilchen. 3:3 von Jan Hochscheid. Da war keine Viertelstunde mehr zu spielen. Der schöne und wunderbare Abend in diesem Derby geht leistungsgerecht mit 3:3 zu Ende. Beim KFC Uerdingen läuft es aktuell nicht und so mussten sie auch erstmal in Rückstand gegen den ersten FC Kaiserslautern gehen. Timmy Thiel in der 14. Spielminute wuchtet den Ball rein aus kurzer Distanz, macht aber auch richtig stark, keine Chance für Benz. Ausgleich durch Adriano Grimaldi, Fehler im Spielaufbau. Bis dahin das 1:1 etwas schmeichelhaft, nun wurden die Krefelder aber besser und belohnten sich auch dafür. 25. Minute 2:1, Adam Matuschik, da steht Yannick Sternberg auf der Linie, aber kann da nicht mehr reagieren, weil der doch gut und wuchtig geschossen wurde, aber keine Regung ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz gewesen. Sein Spielkamerad Mats Albeck machte dann in der 30. Minute jedoch das 2:2. Es war ein wirkliches Festival. Das konnte sich dann so nicht ganz halten. Trotzdem erzielte erstmal Yannick Sternberg Unglücksrabe oder etwas unglücklich aussehender zumindest vorm 2:1 Führungstreffer die Führung für den 1. FC Kaiserslautern an diesem Freitagabend. Benz ist noch dran, sieht dann wiederum nicht wirklich gut aus. Aber Aigner machte hier den Deckel drauf. 3:3 in der 83. Spielminute, wobei Deckel drauf etwas falsch ausgedrückt ist. Er beendet diese Partie damit, setzt dieser Partie den Schlussstrich. Der Deckel war es nicht, es war noch ein offenes Ende. Am Ende ist dieses 1:1 aber okay. Unterhaching ist mittlerweile im Tabellenniemandsland angekommen. Und da würde man am liebsten wieder raus, aber dafür müsste jetzt eine wirkliche Serie her. Und in der 8. Minute machten sie auch erstmal den Führungstreffer. Maximilian Kraus, Linksschuss, macht er klasse, oben links rein. Der hallische FC hat auch wieder zu liefern. Man verlor zuletzt zu Hause im direkten Duell um den Relegationsrang gegen Wien mit 1:4. Fetsch versucht es dann mal aus der Drehung, ist dann in der 13. Minute aber deutlich zu ungefährlich, um da Königshofer in Bedrängnis zu bringen. Aber eine gute Partie, die durchaus den Namen Spitzenspiel verdient hatte. 17. Minute, Pascal So mit dem Ausgleich. 6. Saisontor, auch wenn das tabellarisch nicht so aussieht. So weit ist Unterhaching ja nicht entfernt, aber die Spiele gehen langsam aus. Deswegen werden diese 9 Punkte Rückstand auf Halle vermutlich zu viel sein. Trotzdem gingen sie dann wieder in Führung in der 34. Minute. Maximilian Kraus, 2. Saisontor, also Doppelpack jetzt hier. Und im 2. Durchgang wollte Halle auf Biegen und Brechen den Ausgleich. Jan Warshausen auf Björn Jopek steckt durch und Sebastian May macht dann viel zu wenig draus. Der kullert am Tor vorbei. Aber die Hallenser spielten jetzt richtig stark im 2. Durchgang. Bahn mit der Flanke und wieder Mai. Und wieder zu ungefährlich. Der hallische FC spielte gut bis in den 16er. Mit dem Abschluss ging es dann aber so richtig nicht klar. Die letzte Möglichkeit, das letzte Highlight der Partie setzte abermals Maximilian Kraus. Fast der Dreierpack setzt diesen Fallrückzieher ans Aluminium. Er wird sich ärgern, trotzdem ist er der Torschütze. Oder der Spieler des Tages sowieso, doppelter Torschütze, 2:1 für Unterhaching.
Würzburg musste einen späten Nackenschlag hinnehmen gegen Groß Asbach und so kassierten sie hier auch in der 61. Minute das unglückliche 0:1 von Cyril Akono, der die Münsteraner in Führung brachte. Tobias Rühle, 74. Minute dann sogar mit dem 2:0. Und jetzt war klar für Würzburg, der Sieg würde es vermutlich nicht mehr werden. Zumindest aber ein moralischer Punkt wäre ja noch denkbar gewesen. Die Zeit war noch da, aber Preußen Münster ließ sich davor nicht beirren, spielte die Konter richtig gut aus und in der Schlussphase machte dann Rühle mit einem Doppelpack alles klar. 3:0 für Preußen Münster, absolut verdienter Auswärtssieg, aber womöglich ein Tor zu hoch. Die Highlights in dieser Partie zwischen Meppen und Groß Asbach hielten sich wirklich in Grenzen, weswegen es symptomatisch ist, dass wir diese Szene hier zeigen. Pelivan mit dem Schuss aus der zweiten Reihe, der aber dann doch einen Meter über den Kasten ging. Nach einer halben Stunde die gefährlichste Aktion der Partie vom SV Meppen. Wagner mit dem schönen Linksschuss, geht aber auch vorbei. So bleibt es am Ende beim Lieblingsergebnis von Groß Asbach und zwar beim 0:0. Die Braunschweiger gegen die Münchner Löwen, eine klasse Partie von zwei Teams, die aktuell wirklich eine gute Phase haben. Und so war es auch hier eine hitzige, rassige Begegnung, die aber nach 25 Minuten das erste Mal wirklich dann auch eine Toraktion bekam. Hofmann aus der Drehung bekommt den aber nicht mehr aufs Tor. Die Braunschweiger waren tendenziell etwas besser. Im Kampf gegen den Abstieg ist jeder Punkt und jeder Dreier bestenfalls extrem wichtig. Hiller pariert hier abermals gegen Hofmann, 33. Minute. Das war ein Duell, das wirklich häufig an diesem Nachmittag stattfand. Bislang aber immer der Keeper der Münchner mit dem Zepter in der Hand. Und dann diese klasse Möglichkeit. Wieder Hiller, der bewahrte seine Mannschaft vom Rückstand. Klasse Spiel hier, super Spielzüge allgemein von den Gelb-Blauen. Aber es war noch nicht wirklich erfolgreich. Zweiter Durchgang, nun auch mal die Münchner Löwen. Stefan Lex und Bicky Rolu versucht es dann mal. Gar nicht verkehrt, am rechten Pfosten vorbei. So dass Felsic nicht eingreifen muss. Doch die himmelblauen Löwen glaubten jetzt im zweiten Durchgang etwas mehr dran. Schon die Schlussphase angebrochen. Zierreis legt nochmal raus. Paul und dann Lex zurück zu Zierreis und der wird ganz gefährlich. Schlägt fast am zweiten Pfosten ein. Dreht sich und flattert auch ganz seltsam. Felsic sieht es und dann geht der Ball noch raus. Ein 0:0, das durchaus unterhaltsam war. Kein langweiliges Spiel, aber einen Sieger haben wir hier daher nicht geboten bekommen. Nach der Pleite im Montagabendspiel gegen den FSV Zwickau machte es der FC Energie Cottbus deutlich besser gegen Fortuna Köln. Luke Hemmerich erzielte in der 48. Spielminute das 1:0 für die Lausitzer und das konnte Dimitar Rangelov in der 90. Minute krönen. Ein souveräner, ungefährdeter Heimsieg für die Cottbusser, die sich damit wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Der FSV Zwickau ging gegen den FC Hansa Rostock in Führung durch Nils Miatke in der 32. Spielminute. Das konnte sich aber nicht allzu lange halten. Sebio Suku, der nach Länderspielausflug wieder dabei war, köpfte in der 43. Spielminute das 1:1, was dann auch lange halten sollte bis in den zweiten Durchgang, bis in die 77. Spielminute. Da machte Mervili Biancardi das 2:1 und damit den Siegtreffer für Hansa Rostock. Der VfR Aalen ging in der 4. Spielminute im Abstiegsduell gegen Jena mit 1:0 in Führung, was die Aalener erstmal wieder vom letzten Tabellenplatz runterbrachte. Ein Duell 20 gegen 19, wirklich ganz tief im Keller und eigentlich, wenn man hier verlieren sollte, dann kann man den Abstieg in die Regionalliga wohl schon buchen. Aber in der Anfangsphase war es hier richtig turbulent und Philipp Tietz konnte zum 1:1 ausgleichen. Dann drehten die Aalner aber auf. Thomas Geier in der 37. Minute schlänzt den schönen unten rechts rein. Da war gar nichts zu halten für Joe Coppens. 55. Minute Peter Sliskovic.
lupft den da halb oben links rein und wäre das nicht genug gewesen, noch der vierte Treffer für Aalen. Jena ging hier richtig unter, Nikola Sessa in der 78. mit dem 4:1. Das war dann das Endresultat und für Jena dürfte es das eventuell jetzt schon gewesen sein. Der SVW in Wiesbaden hat sich schon mal warm geschossen beim 4:1 gegen den Halleschen FC im Topspiel und dass sie die Topspiele spielen können, ja, das hat man da dann eben gesehen. Gegen den KSC zu Hause wurde es aber nicht einfacher, auch wenn der Sportclub rund um Anton Fink gegen Hansa Rostock zuletzt nicht wirklich zu überzeugen wusste. Die erste Möglichkeit hier war richtig gefährlich. 24. Minute, Vanicek mit dem Freistoß. Schöne Position, zumindest aufs Tor hätte man den bringen sollen. Die Fans machte es nicht so richtig glücklich, aber es waren zahlreiche Menschen mit nach Wien gekommen, aus Karlsruhe. Halbe Stunde gespielt, nun auch endlich mal die Gastgeber. Ophoff gegen Scherre, schöne Parade, aber auch ein schöner Schuss, der den Treffer verdient gehabt hätte. Doch Ophoff ist gegen den zu zentriert platzierten Schuss nicht ganz ohne Möglichkeit. Wir sind schon in der Schlussphase. Der zweite Durchgang bot nur noch Sicherheit. Bloß nicht den entscheidenden Fehler machen. Der könnte ja entscheidend sein. Stiefler hier hat mal die Chance. 5 Minuten vor dem Ende schlänzt den aber vorbei. Und nun nochmal die Wiesbadener. Eckstoß von der rechten Seite. Dams auf der Linie klärt Stiefler, der es eben etwas versäumt hatte, den Treffer zu erzielen. Gül macht es nochmal scharf. Schipnowski mit der Flanke. Und da ist nicht etwa Manuel Schäffler der Sieger, 94. Spielminute, doch er ist es. Manuel Schäffler setzt sich dadurch gegen die so kopfballstarke Verteidigung um Piso und Gordon. Macht tatsächlich Manuel Schäffler einen Kopfballtreffer. Das kann er. Er weiß genau wie. Wien Wiesbaden gewinnt dieses Topspiel mit wirklich atemberaubenden Schluss mit 1:0. Der VfL Osnabrück empfing die Sportfreunde Lotte zum Derby an der Bremer Brücke am Montagabend. Und nach dem überzeugenden 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern ist es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Aufstieg dann auch feststeht. Die erste Möglichkeit hatte Benjamin Gürtz, 7. Spielminute, der Kopfball hier war aber noch etwas zu hoch angesetzt. Lotte konzentrierte sich auf Konter, aber machte das nicht schlecht. Karweiner mit der Flanke und Toni Jovic mit dem 0:1. Wie aus dem Nichts die Führung für die Gäste, 3. Saisontor. Jovic mit dem Flugkopfball, Körber aus kürzester Distanz, ist er nicht mehr dazu bereit zu reagieren. 5 Minuten vor der Pause, Osnabrück hat ja gezeigt, auch gegen Jena, dass sie Spiele drehen können nach Rückstand. 41. Minute, sie waren wieder da, Benjamin Gürt. In der Anfangsphase noch etwas glücklos, jetzt macht er hier sein 5. Saisontor, wuchtiger Schuss. Klasse gemacht. 2. Durchgang, offenes Visier jetzt auf beiden Seiten. Für Lotte hier im Derby wären Dreier auch extrem wichtig. Uahi mit der Flanke und da ist dann Benjamin Gürt, wieder der Kopfball. Und wieder ist es knapp. Aber wieder steht weiterhin das Remis. Und in der Schlussphase wagte sich tatsächlich Lotte nochmal nach vorne. Das war kein Einmauern. Sie wollten hier den Dreier gerne haben. Wendel auf Jovic. Und Körber hält den Punkt fest. Natürlich hätte man hier aus Osnabrücker Sicht lieber gewonnen, aber solche Taten sind es, die dann mal Punkte und eventuell auch Aufstiege festhalten können. Ein Punkt ist sicherlich kein Verlust. Auch wenn mehr drin gewesen wäre, doch das Resultat geht hier unter dem Strich so in Ordnung. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.